Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar und mal wieder liegt Nebel in der Luft, zumindest vor meinem Mund. Denn es ist zwar Anfang Mai, aber ziemlich kalt. Was könnte man Besseres machen bei der Kälte, als Yum Yum Crispy Snacks zu probieren? Oh, sie sind so knusprig und würzig. Und zwar Chicken Garlic Flavor. Und Barbecue-Flavor. Aber da ich gerade nichts Besseres zu tun habe, machen wir erstmal einen Glückskeks auf. Passt doch irgendwie gerade zu dem reviewten Produkt. Was ist denn das? Niederländisch, ne? Je vermogen mit anderen te kommunizieren. Zahl in wertvolle Eigenschaft blicken. Ich versuche das mal zu übersetzen. Das Vermögen, mit jemand anderem zu kommunizieren, soll eine wertvolle Eigenschaft bleiben? Ja, so ähnlich. Deine Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, wird sich als eine wertvolle Eigenschaft herausstellen. Ja, man kann das schon ein bisschen lesen, das Niederländisch, ne? So, jetzt machen wir das mal auf hier. Ja, ihr kennt ja mein Yum-Yum-Video, das ist ja fast berühmt geworden für meine Verhältnisse. Und das hier ist das allergleiche Zeug anscheinend. Sieht zumindest mal so aus. Nur, dass es bereits gecrushed ist. Oh. Und ich es nicht mehr selbst crushen muss. Ja, die Nudeln sind aber etwas dicker. Ansonsten ist es das allergleiche Teufelszeug. Ich habe das halt ganz günstig bekommen. Irgendwie, das kostet nur 19 Cent oder so. Besteht aus 21 Gramm Fett, 60 Gramm Kohlenhydrate und 7,4 Gramm Eiweiß und 4,2 Gramm Salz pro 100 Gramm. Allerdings sind hier auch nur 25 Gramm drin. Mhm. Ja, ich weiß nicht, es schmeckt eigentlich nicht mehr so wirklich nach Barbecue. Hätte man mich jetzt gefragt, mit verbundenen Augen hätte ich vielleicht Teriyaki oder sowas gesagt, allerdings hat es keine Teriyaki-Farbe. Jetzt ist Chicken Garlic. Ist etwas heller. Hier nochmal im Vergleich die andere Sorte. Knoblauchhuhn. Ja, den Knoblauch merkt man. Ready to eat, verzehrfertig. Nudelsnack Chicken Garlic Flavor. Also ich mag das irgendwie nicht so bei Chips oder so, wenn da Knoblauch dran ist. So sehr ich den Knoblauch liebe, bei zum Beispiel Froschenkeln in Weißweinsoße oder sowas. Oder Miesmuscheln. Hier mag ich es nicht so. Aber die Barbecue-Variante. Die kaum Rauch-Flavor hat eigentlich. Ja, aber sie schmeckt gut. Ist okay. Hier oder hier weitere Videos von mir. Macht's gut, Leute. Ja, dann hab ich von einem Schaden machen, denn nächst dafür raten, was gesagt, denn das war's. Da bin ich, wer da die Video auch hin, mein Markt. Ciao, Leute.